Es ist mal wieder Zeit für ein ordentliches, übermüdetes Flohmarkt-Hopping. Verkaufen ist nicht so gut wie selber rumlaufen und sich über die Verkäufe, Verkaufsversuche anderer lustig zu machen. Dranbleiben, es lohnt sich, denn hier ist natürlich legendäre Duisburg-Wedau. Hier waren wir schon mal, aber ich habe das Video nie veröffentlicht. Also hier sind wir nun zum ersten Mal, live dabei, guck, Motorrad-Gangs sind da. Und da ist der ganze Flohmarkt, der wird noch aufgebaut. Und wir sind die Ersten, die hier alles kaufen können. Ich kann auch gar nicht sprechen, richtig. Eine Geige. Tüte voll Kassetten wurde abgestaubt. Mehr gibt's ja nicht zu stauben bei dem gleichen Händler, wo ich beim letzten Mal Kassetten abgestaubt habe. Ich habe, glaube ich, schon insgesamt zu viel gezahlt. So, also hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's ja nicht mal einen Kaffee. Viel los ist nicht. Und jetzt wird zum nächsten gefahren. Denn scheinbar ist Mittwochmorgen die Zeit für sowas. Auf geht's. Morgendliche Neustere. Ja, Duisburg ist modern. Überall. Ah, guck mal. Duisburg ist eine ganz moderne Weltmetropole. Also, liebe Freunde, der Mann kennt Mimon Baraka nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll jetzt. Dein Auto ist zu niedrig, es wird zu sportlich hier. Ja, das wollen wir ungefähr sehen, aber das ist ja ein sehr sportliches Auto, wir sitzen tief. Das ist das wunderschöne Dienstlaken. Warum ist Dienstlaken eigentlich kein Stadtteil von Duisburg? Dienstlaken ist zu Duisburg wie Herne zu Bochum. Ja, Dienstlaken hat noch alten Geldadel. Nicht so eine arme Leute. So, da ist der Flohmarkt. Hier jetzt, scheinbar. Nee, stimmt das nicht. Hey, hier ist was los. Nicht so wie in Duisburg. Hier sind Menschen. Da sitzen sie. Diverse Miami-Weißplatten wurden erworben, erfolgreich. Guter Zustand. Sonst gibt's hier zum Glück nur Schrott. Zwischenstand, also Dienstlaken hat sich ein bisschen gelohnt. Schöne alte Chromdioxid, Aqua BASF, ganz viele Platten und vor allem junge Videos. Ich brauche nur noch einen Videorekorder. Aber gute Videos haben wir hier. Nice, nice. BASF und eine eingeschweißte Sony. 50 Cent das Stück. Guten Preis gemacht, glaube ich. Statement zum Dienstlaken nach Flohmarkt. Wahnsinn. Was war das Schönste, was es zu sehen gab? Die Steinmauer. Ja, die Mauer ist cool. Motorradsound. Zum Kabel ziehen. Ich grüße den Kropf. Das ist Gelsenkirchen und bevor wir jetzt da ankommen, gebe ich noch einmal ganz schnell ab. Wohin? An die Werbung. My name is Brian Dualo. I teach AP and Honors Economics in Pittsburgh, Pennsylvania. Financial well-being to me is knowing that I can be free to do the things that I love to do. I hope when I retire someday, they say that guy made this place a special place to come to school and gave as much as he could to help the community. Gelsenkirchen, wo sind wir hier? In Horst? Ückendorf oder so? Viele Trabrennbahnen da hinten. An der Trabrennbahn. Und ich sehe schon, das ist eher jetzt so ein Händlermarkt. Da wird es mit Kassetten Mauer sehen. Aber hier, oh, stabiler Stand, Bruder. Naja, wir gucken mal. Also, auf jeden Fall schon ein bisschen was mitgelaufen. Das ist die alte Schule, der wird noch funktionieren. Das ist ja so ein richtiger Flohmarkt mit viel Plunder. Aber auch. Du hast immerhin hier, wir haben wieder Sachen erworben. Ich auch. Also, der Hall heute wird enorm. Ihr habt einen Sneak Peek. Also ich bin voll ausgestattet jetzt. Und jetzt holen wir noch einen Fernseher ab. Und dann beenden wir fast schon diesen Flohmarkt-Hopping-Tag. Es geht jetzt erstmal zum Hall. Und für euch geht's, für mich geht's jetzt physisch auf dem Weg zum Hall. Für euch geht's jetzt erstmal kurz in einen Einspieler. Das gleich dranbleiben lohnt sich. Joseph Sienkiewicz started flying some new flags on his Stratford house this week.
The U.S. flag, probably obvious reason. Yes, the country's flag, obviously, yeah. And the Nazi. Ja, das ist so die Atmo, wenn man von, wir sind in Krai. Das ist die Kraier Atmo hier. Zentrum der Vielfalt. Überwachungs- und Gehirnmanipulationsmaschinerie. Jawohl. Hier Glasfassaden. Ah. Ja, Freunde, das ist noch nicht der Hall. Ich bin auch, es ist auch bereits früher Abend, 5:30 oder so. Und ich bin hier quer durchs Ruhrgebiet unterwegs, um hier im wunderschönen Gelsenkirchen-Bur auf einen Bus zu warten, der mich an die Stadtgrenze zu Gladbeck bringt. Dort habe ich nämlich einen Spezialauftrag, der mit ein bisschen Glück auch erfolgreich wird. Kommt mal mit, das ist auch für den Hall wichtig. Das einzige seiner Art im ganzen deutschen eBay und ich habe mega Glück, dass es überhaupt verfügbar ist. Und dafür nehme ich nun eine mehrstündige Hin- und Rückfahrt auf mich. Ja, so sind wir hier gelandet im wunderschönen Gelsenkirchen-Scholven. In Gelsenkirchen liegen überall so kleine Papierfetzen rum. Niemand räumt die weg. Stadtreinigung macht nur das Grobe. Aber die Hauptstraßen in Gelsenkirchen sind echt heftig. Das ist ein architektonisches Problem, was man so gar nicht mehr gelöst kriegt. Nie wieder, erst wenn wieder mal Krieg war. Da haben wir das gute Stück, wofür ich das jetzt alles auf mich genommen habe. Die Transaktion hat keine 30 Sekunden gedauert. Die Fahrt hingegen wird insgesamt knappe 2 Stunden dauern. Und da seht ihr die Taste, die ich brauche. Child Lock. Ja, jetzt wollte ich eigentlich eine Reise über Gladbeck draus machen, aber das ist doch zu anstrengend. Wir waren jetzt den Originalweg zurück. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Gladbeck natürlich immer einen Besuch wert. Die Heimat von Dieter Degowski und diesem anderen Typen da, der da auch beteiligt war. Ich weiß nicht mal, wie der hieß. Aber gut, jetzt gehen wir zu der Bushaltestelle beim Autobahnschild. Ja. Aber ein schön lauer sommerlicher Abend wenigstens. Ja, da ich keinen Bock auf Hass und Hetze am Lidl im Essener Hauptbahnhof habe, bin ich jetzt einfach mal doch wieder ausgestiegen hier am wunderschönen Gelsenkirchener Stadthafen und gehe hier in diesen tollen Lidl rein. Lidl lohnt sich. Am Stadthafen Gelsenkirchen haben die Leute wenigstens noch Spaß an den Backen und wir haben so ein bisschen hier auch mystische Aussicht auf verrostete Metalle. Aber gut, ich gehe jetzt wieder zurück. Genug des Mumpitz hier. So, da auch feinster Metallschrott, das gefällt, aber gut. Es ist Zeit nach Hause zu gehen langsam, aber sicher geht die Sonne da auf den niedrigen Stand und dann wird's hier gefährlich. Es war ein absoluter Krampfkampf, um diesen Knopf hier drücken zu können. Denn, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich habe natürlich den passenden Videorekorder dazu erworben. Extrem dreckig, aber hat nur 2 Euro gekostet. Boah, jetzt auf Kamera mit Blitz sieht man erst, wie dreckig der ist. Also der muss erstmal kurz gereinigt werden. Und dann gucken wir mal, ob das hilft. Mit dem Knopf. Drückt mir die Daumen. Ich bin jetzt willkürlich über 2 Stunden durch die Gegend gefahren, um eine Fernbedienung zu kaufen, von der ich nicht weiß, ob sie funktioniert. Diese Fernbedienung hat übrigens den Preis dieses Videorekorder-Sets mit Fernbedienung nun verdoppelt auf 4 Euro. Wucher. Also, das aktuelle Problem ist, seht ihr da, der blinkt mit Safe. Was übrigens viele dieser Last-Gen-Videorekorder haben, dieses Problem, das ist nämlich eine Kindersicherung, die man halt mit dieser Fernbedienung hier an- und ausschaltet. Und wenn die drin ist und die Fernbedienung ist weg, kann man das nicht mehr benutzen. Man müsste da so einen Chip ausbauen und auf so einen Sockel, USB-Sockel draufsetzen und dann umprogrammieren, um das loszuwerden. Da kann man nicht wirklich was überbrücken oder so auf der Platine. Man braucht die Fernbedienung oder man muss den Chip anders programmieren. Diese Art, hier VCR 311 genannt, gibt's von allen Herstellern von Samsung bis Grundig. Das ist immer der gleiche Funai-Videorekorder. Manchmal hat der vorne noch so ein Komposit-Video und Audio. Der hier ist die billigste Version. Ich guck mal, ob ich den... Ach, komm, wir gucken einfach mal, was passiert. Laber. Das war einfach. Das war sehr einfach, das ist sehr schön. Ihr seht, da liegen schon so SCART-Adapter und Kompositkabel auf dem Boden rum und überall liegen Kabel. Jetzt wird das mal ausprobiert. Ich wisch vielleicht einmal kurz drüber. Geil. So, das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Ist immer noch übelst versüfft hier, das kriege ich alles nicht ab auf die Schnelle. Aber muss ja nicht, der funktioniert schon. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir gucken uns zum Schluss mal hier an, was auf den Videos drauf ist. Aber wir gucken mal, was wir hier noch alles haben, denn es gibt massive Ausbeute dieses Mal. Erstmal hier in Sachen Kassetten weiter.
Die gleiche Händlerin, bei der ich das letzte Mal die Kassetten gekauft habe, hatte wieder welche oder immer noch. Und ich bin schon mal deren einziger Kunde. Und jetzt habe ich hier mal so eine ganze Kiste voll Schund mitgenommen. Der Schund ist quasi einfach nur Beigabe. Es ging mir hier natürlich um die guten alten Chromdioxid und auch meinetwegen Ferrobänder und um die James Last Kassette. Ne? Viele alte BASF-Bänder. Ein wundervolles Matthias Reim-Album auf Chromdioxid-Band. Original bei Polydor. Polydor immer gut. Diese komische 70er-Jahre-Compilations. Mein Gott, Walter. Mike Krüger. Ne. Das ist also Schwachsinn. Disco Gold, mehr Matthias Reim, Märsche, was haben wir noch? Gigi Anderson. Wahrscheinlich viel Schund. Urlaubserinnerung. Das ist eine schöne Überleitung zu den Videokassetten, aber die heben wir uns gleich auf die Überleitung. Hier war irgendwo noch ein Highlight. Eine Sekunde. Wo ist das Highlight? Die sind hier alle leer. Ja, ich bin ja blöd. Das hier ist das Highlight. Das war die ganze Zeit da drin. Instaburg und Co. Herzlichen Glückwunsch zur Eintrittsrate. Im Audimax Hamburg. Das ist einfach nur Blödsinn. Und das ist übrigens wieder hier Mike Krüger. Unter anderem, glaube ich. Oder? Nee, Karl Dahl. So. Ach, was weiß ich. Hier die Titel der Lieder. Wir sind vier wilde Pferde im Sexshop. Das ist alles kompletter Wahnsinn hier, was da drauf ist. Das hier übrigens auch extremer Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn bringt uns auch vielleicht zum nächsten. Denn es gab natürlich auch Schallplatten. Dieser Mann ist der gute Jan Hammer. Jan Hammer, Escape from Television. Der ist dafür bekannt, dass er hier so Synthesizer-Kram in den 80ern gemacht hat. 1987. Und vor allem hier Miami Vice Theme. Und ich habe ja schon vor einem Jahr oder so auf dem Flohmarkt mal, ich glaube, das war das Crockett's Theme, als Single erworben. Und so habe ich nun hier das dazugehörige Album. Dem aber nicht genug, denn ich bin nun, da ich dieses Album und die Single habe, offiziell unter die Miami Vice Plattensammler gegangen. War ja ein bisschen Platz. Und so haben wir hier, leider herausgegeben von Axel Springer, den Soundtrack zur Serie, TV-Serie, mit wunderschönen Fotos hinten drauf, diese Ästhetik, GTA Vice City, hat sich hier alles abgeguckt. Thumbnail-Put-Kandidat. So, ja, warte, so. Hervorragend. Scarface, Miami Vice, GTA-Ästhetik, das gucken wir uns noch nicht an. Hier Miami Vice 2. Weitere Ästhetiken, aber auch nicht auf der Rückseite. Und natürlich, wenn wir schon 1 und 2 haben, auch Miami Vice Nummer 3. Das ist ein Mumpitz. Aber gut, die Platten sind in sehr gutem Zustand. Da kann keiner meckern. Richtig gut, fast ungespielt. Und war noch ganz günstig. So halbwegs. Dem aber nicht genug, denn die Highlights kommen jetzt hier. Ich bin nicht nur unter die Miami Vice Plattensammler gegangen, sondern auch jetzt ein offizieller Hörspiel-Connoisseur. Und so haben wir hier Max und Moritz, Struffelpeter, den ganzen Schmarrn von Europa. Irgendwann herausgegeben, wahrscheinlich Ende der 60er. Und ja, wenn man das so hört, wundert man sich nicht darüber, was zwischen 33 und 45 hier passiert ist. Des Weiteren. Aha! Weitere Europaplatten. Robinson Crusoe, wie er am Strand lauert und wartet. Das kann man sogar in Mono abspielen. Ja, die Rückseite ist frei von fragwürdigen politischen Inhalten. Und jetzt kommt's. Das ist die Ronnie James Dio-Platte unter den Hörspielen. Es ist so ein geiles Cover. Und es ist natürlich Siegfried. Der Zustand ist extrem schlecht, sowohl bei der hier, als auch bei der hier. Sehr krasse Knister- und Knacksgeräusche, vor allem beim Siegfried. Siegfried ist ja hier sogar offen auf beiden Seiten und die sind halt beide einfach so da drin. Wird wahrscheinlich noch in so einem Reinigungsgerät landen, hier bei einem Kollegen. Da machen wir ein extra Video zu, mal gucken, was das bringt. Das ist auf jeden Fall so stark am Knistern und ich habe da echt eine hohe Toleranz. Aber es macht keine Freude, sich das anzuhören. Ich würde es mir aber echt gerne anhören. Das ist wohl ein ziemlich legendäres Hörspiel, ne? Und das ist natürlich auch eine krasse deutsche Fiktion, diese Nibelungensage. Stichwort 33, 45. Der cringed zurecht. Ja, und damit der Cringe weitergeht, war da natürlich noch ein Händler, der mir für 50 Cent pro Stück wundervolle Videokassetten verkauft hat. Extra High Grade. Eine ist sogar noch original verpackt, eingeschweißt, darf man niemals benutzen, wird für immer unbenutzt bleiben und eingeschweißt und eingelagert. Wertvolle Sammler, wertloser Plunder. Beachte bitte, wie sie selbst bei Videokassetten noch irgendwie CD draufpacken mussten. Clarity and Durability, aber dieses CD musste überall drauf. Jedes Magnetbandprodukt der Mitte bis späte 90er hatte irgendwas mit CDs zu tun. Hier 2000 Colors, Fantastic Colors und Evita. Da ist allerdings irgendwas Selbstbespieltes drauf. Da findet man alles von alter TV-Werbung, Zott-Sahne-Joghurt-Werbung, bevor den berühmten Jingle gab, hin zu komische, weiß man nicht was, so angebliche Kunstfilme, die aber irgendwelche Schmuddelinhalte haben. Und natürlich auch Urlaubsvideos von Karin und ihrer Familie. Ich muss mal rausfinden, wie man das digitalisiert, dann werde ich das natürlich alles veröffentlichen. das ist natürlich ein krasser Haul. Also das Schleppmaterial ist viel und der Zeitaufwand wegen diesem wundervollen Gerät war auch enorm. Und das hier ist quasi das wichtigste Erwerbnis des Tages. Ohne das wäre all das ja auch nutzlos. Außer die Siegfried-Platte und so.
Jetzt haben wir die Kindersicherung raus, der geht an. Ja, wir können hier Knöpfe drücken, ohne dass was kommt. Machen wir mal die dazugehörige Glotze an. Wir sind natürlich authentisch über den RF-Ausgang im Fernseher, denn mein Skatkabel ist ein bisschen kaputt. Auch wenn da überall Adapter rumlagen, gerade auf dem Boden, keiner davon hat wirklich funktioniert. So, machen wir den mal an. Programm. Oh, da ist er. Tatsächlich. Jetzt tun wir mal hier willkürlich das Video rein, gucken, was da so drauf ist. Jetzt wird's spannend. Ja, ich drück einfach mal Play, ne? Drückt die Daumen, Jungs und Mädels. Na komm, Play, da. Holy shit. Was ist das? Da ist was. Na gut, das flimmert enorm, das muss ich mit der Sony-Kamera aufnehmen, aber ihr seht, das funktioniert. Kann man spulen. Man kann vorwärts spulen. Ist wunderbar, man kann auch zurückspulen. Hervorragend. Jetzt die große Frage, kann man schnell spulen, wenn man Stopp gemacht hat? Dauert immer eine Weile. Na? Klingt gut. Der spult, glaube ich. Machen wir mal Stopp. Play. Schön, dass du mich hast, ja. Ja, also, dann habe ich heute noch was zu tun. Ich habe nämlich hier jetzt ungefähr 12 Stunden Videomaterial, das ich durchsichten muss, um euch das Beste zu präsentieren. Danke fürs Zusehen soweit. Bleibt unbedingt dran, es wird spannend, denn all diese Videos hier, die ganzen Videos, die ihr da seht, die müssen alle digitalisiert werden und auf Schmuddelinhalte untersucht werden und vor allem auch auf private Daten. Also sehr viel Freude mit den Urlaubsvideos von Karin und ihrer Familie. Naja. Erstmal danke fürs Zuschauen, hat wieder Freude gemacht, 3 Flohmärkte an einem Tag, wunderbar. Denkt dran, nicht abschalten, unbedingt weitere Videos auf diesem Kanal gucken, abonnieren, Glocke klicken, teilen und liken und Kommentare zuspammen. Kommentiert. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, der Haul war einigermaßen erträglich und nicht so chaotisch wie beim letzten Mal. Peace.